Haben sich Asterix und Obelix tatsächlich von Wildschweinen ernährt? Haben die Wikinger tatsächlich Fisch gegessen? Fragen über Fragen. Woher wissen wir eigentlich, was die Menschen früher gegessen haben? Wenn Archäologen bei Ausgrabungen Funde machen, kann es tatsächlich sein, dass wir auch Mülldeponien finden, wo es sehr viele Küchenabfälle und Küchenreste gibt. Manchmal kann es auch sein, dass wir einfach bei den Ausgrabungen Töpfe finden. Und wenn wir sehr viel Glück haben, finden wir auch Rezepte. Die älteste Periode der Menschheit ist die Steinzeit. In dieser extremst langen Zeit hat sich der Mensch vom Homo habilis zum Homo sapiens entwickelt. Und auch die technischen Errungenschaften haben sich sehr stark verändert. Die alle haben eine Rolle auf die Nahrungsmittelstruktur gespielt haben. Zum Beispiel die Kontrolle und die Verwendung von Feuer. Ohne Feuer kein Grillen. Die Paläodiät ist tatsächlich für uns Archäologen, Wissenschaftler extremst interessant. Wie kommt man nur auf die Idee, antikes Wissen in die Moderne zu transportieren? Super interessant. Leider ist sie nicht wissenschaftlich belegt. Also archäologisch gesehen hat die Paläodiät leider nicht sehr richtige Argumente gebracht, weil der Mensch hat sich von dem ernährt, was er in seiner Reichweite hatte. Pflanzen, Obst, aber auch Honig, Eier und ab und zu, wenn es tatsächlich mal zu einer Jagd kam, auch Fleisch. In späteren Zeiten, zum Beispiel in Mesopotamien, gab es tatsächlich Rezepte. Ja, schaut, was ich da gefunden habe beim Ausgraben, eine Tontafel. Eine Tontafel, tatsächlich gab es in Mesopotamien die ersten Rezepte. Sie datieren aus der Zeit von 1600 vor Christi Geburt und beschreiben sowas wie, man nehme Fleisch und Wasser, Lauch, Knoblauch, Pfeffer und das war's. Ja, manche Termen, manche Wörter sind noch nicht bekannt oder übersetzbar. Und trotzdem ist es ziemlich spannend, dass die ersten Küchengeheimnisse aus der Zeit von Mesopotamien stammen. Ein sehr wichtiges Rezept aus diesen Tontafeln ist Bier. Das erste Bier wurde gebraut und es wurde lauwarm mit Strohhalm getrunken. Ob dieses Bier tatsächlich Asterix und Obelix geschmeckt haben, ist tatsächlich kaum zu glauben. Denn aus dem ersten Album wissen wir, dass unsere Helden sehr gerne Wildschwein essen und auch gerne Bier trinken. Stimmt das überhaupt? Haben die Autoren der Bände Asterix und Obelix gut recherchiert? Nun, Kelten aßen das, was sie züchten konnten oder anpflanzen konnten oder auch noch jagen konnten. Es gab leider auch Hungersnöten und da wurde Idefix gegessen, also Hunde wurden auch gegessen. Der Wildschweinbraten war leider nur eine sehr, sehr, sehr seltene Leibspeise. Wenn Sie auf die Idee kommen, ins Internet zu schauen und altkeltische Diät nachschauen wollen, dann vergessen Sie bitte die schottischen oder irischen Homepages, weil da werden Sie Zutaten wie Erdäpfel und Backpulver finden. Das sind alles Sachen, die es nicht zu Zeiten der Kelten gab. Die sicherlich bestbekannte antike Küche war die römische Küche. Mosaiken, Malereien, aber auch Texte, Rezepte erklären uns eine detaillierte Vielfalt der römischen Küche. Die Hauptzutaten waren Pfeffer, Garum, eine Fischsoße, aber auch Wein, Olivenöl, Kräuter und Essig. Und diese ganze Mischung ergab eine extremst gut schmeckende, süß-sauerliche Küche. Das haben Sie bestimmt im Lateinunterricht gelernt. Wussten Sie aber auch, dass die Römer die ersten waren, die Fastfood erfunden haben? Ja, Mittag gab es nicht so ein tolles Essen, wie wir es haben, sondern Mittag gab es einfach schnell, so zwischendurch, in einer Popina, in einer römischen Taverne, Fingerfood. Auch im Circus Maximus
Vielleicht unsere Theater, unsere Kinos. So zum Vergleich, also im Circus Maximus gab es tatsächlich auch nur Fingerfood. Da wurden Reste von Olivenöl, Ziegenkäse, aber auch von so kleinen Topfenknödeln in Honig gewälzt gefunden. Ja, so schnell vergeht die Zeit, wir sind ja schon im Mittelalter angekommen. Im hohen Norden wurde es immer sehr kalt und dennoch konnte man sehr viele Lebensmittel finden und auch sehr viel Landwirtschaft betreiben. Was die Nordmänner aber nicht finden konnten oder züchten konnten oder anpflanzen konnten, haben sie im Handel mit südlichen Ländern bereichern können, finden können. Trotzdem ist das Stereotyp eines trinkwürdigen, nordischen, kriegsführenden Wikinger nicht ganz falsch. Also sie waren nicht diese Krieger, die wir wirklich kennen. Sie waren Bauern, Kaufleute und ab und zu auch Kriegsführende. Ihr Lieblingsgetränk war Met. Das stimmt nicht ganz, weil Met gab es schon früher. Prost! Ach so, ja, Moment, Prost kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, es möge wohl sein. Prost! Musik.